Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier sind wir wieder bei Goodie Games News im Ohr. Endlich Wochenende, endlich Freitag, endlich Zeit für Goodies Gaming News. Worüber reden wir heute? Über das aktuelle PS4-Update, was jetzt die Tage kam. Project Cars, Square Enix, die aktuellen PS4-Angebote, Battlefield Hardline, Star Wars Battlefront und Overlord. Das sind Themen für heute, bei denen ich euch wie immer ganz viel Spaß wünsche. Legen wir direkt los mit dem aktuellen PS4-Update. Ist ja so, Version 2.5.0 ist noch gar nicht so alt und einige Leute hatten Probleme. Deswegen hat Sony mal eben den Patch 2.5.1 hinterhergeschoben. Sehr gute Idee. Was wird verbessert? Da ist Sony wieder wahnsinnig auskunftsfreudig. Verbesserung der Systemstabilität. Oh Leute, Mensch, sagt doch mal bitte, welche Bugs beseitigt werden. Weil User, die irgendwelche Probleme haben, denken dann, oh, mein Thema ist in dem Patch und dann ist es das gar nicht oder so und das Problem liegt irgendwo anders begraben. Deswegen wäre es wirklich schön, wenn man einfach mal so eine Liste hätte, was wurde denn gefixt, was wurde verbessert, außer immer diese Aussage allgemeine Verbesserung der Systemstabilität. Damit kann man leider nicht allzu viel anfangen, aber naja, schön, dass der Patch relativ zeitnah kam für die Leute, die Probleme hatten, in der Hoffnung, dass die jetzt auch beseitigt wurden. Und ich glaube, dann ist es auch mal wieder Zeit. Wir schauen mal, was gibt es denn momentan an Rabatten bis Ende des Monats noch im PlayStation Store. Da haben wir auf alle Fälle richtig, richtig dick fett empfehlenswert. Wer immer noch nicht genug Telltale hatte, wer einfach wenig davon hat, für den lohnt es sich definitiv, weil die komplette Telltale Collection für nur 40 Euro. Also das Ding ist, finde ich, echt absolut super Sahne. Da gibt es nichts dran zu rütteln. Allerdings, die meisten Leute werden natürlich schon die meisten Teile haben. Ob es sich dann noch rechnet, ist eine andere Frage. Aber wer Telltale bisher an sich vorbeigehen lassen, der sollte da auf alle Fälle zuschlagen. Ein Komplettpaket, alles drin, 40 Euro. Besser kann es doch gar nicht sein. Was haben wir weiter? Haben wir noch Warner Bros. Macht auch ein Sale. Zwar gibt es Mittelerde für 28 Euro. Lego sind einige Spiele bis zu 60% reduziert. Das lohnt sich auch. Defense Grid 2 reduziert für einen Zehner. Blue Estate finde ich wirklich ein nettes Spiel für 7 Euro. Und Shiftlings. Shiftlings ist sowieso richtig cool geworden, finde ich. Das Ding macht richtig Spaß. Gibt es auch für einen Zehner. Also, das sind so Sachen, wo ich sage: Mensch, auf alle Fälle mal reinschauen und eventuell sogar zuschlagen. Ja, und nachdem letztens Bethesda als Publisher gesagt hat: Leute, wir machen eine eigene Pressekonferenz auf der E3. Da hat sich Square Enix wohl gedacht, was die können, das können wir auch, weil überraschenderweise auch Square Enix jetzt mit eigener Pressekonferenz vertreten auf der E3. Das finde ich sehr gut. Ich meine, die Pressekonferenzen werden dadurch immer mehr. Es gibt immer mehr, was man sich anzuschauen hat, aber es gibt auch immer mehr, worüber ich euch natürlich dann, wenn die E3 da ist, im Juni direkt live berichten werde, was da abgegangen ist auf den einzelnen Pressekonferenzen. Ich finde es gut, dass neben Ubisoft und EA jetzt auch Bethesda und Square Enix mit eigener Pressekonferenz vertreten sind. Auf alle Fälle ein schöner Trend, finde ich, der sich da abzeichnet. Ja, und Visceral Games hat ja lange gesagt, wir machen dicken fetten Patch für Battlefield Hardline. Jetzt ist endlich das Datum da. Am 28.04. kommt der Patch für Battlefield und dann soll ganz, ganz viel Community-Feedback mit reingeflossen sein in den Patch, um das ganze Balancing dahin zu bringen, wo es hingehört. Und noch besser natürlich, eigene Server werden ab dem 28.04. auch möglich sein für die Konsolenspieler, dass ihr eigene Server euch mieten könnt. Preise sind noch keine bekannt, aber die Möglichkeit wird auf alle Fälle gegeben sein. Ja, letzte Woche war es soweit, Star Wars Battlefront. Der Trailer war da und seitdem geht es wirklich durch die Presse hoch und runter oder über die Newsseiten hoch und runter, wie immer wir sagen wollen, weil Battlefront, viele sind enttäuscht, viele haben Angst, oh Mann, das wird ein Battlefield. Es wurde ja im Vorfeld schon gesagt, als es hieß, dass DICE das Ganze machen wird. Und ich glaube ganz ehrlich, weder EA noch DICE haben sich wirklich mit dem Trailer einen Gefallen getan. Er sah Bombe aus, er sah bombastisch aus, aber man hat zu wenig gezeigt. Man hat definitiv zu wenig gezeigt, weil es hieß so lange, es wird Ingame-Szenen geben. Es war so ruhig um Battlefront. Und jeder hat natürlich gehofft und gewartet. Ich meine, sogar YouTube hat es nicht geschafft bekommen, den Stream wirklich an alle Leute fehlerfrei auszuliefern. Und dann, ja, dann war es einfach, wie gesagt, ich finde zu wenig. Die haben sich keinen Gefallen getan, weil seitdem schreibt man noch mehr Star Wars Battlefield statt Battlefront. Das ist es einfach wirklich. Weil man zu wenig gesehen hat, wissen die Leute nicht, wo geht's hin? Der, auch ich, keine Ahnung, wo geht die Reise hin mit Star Wars Battlefront? Wird es wirklich ein geiles Battlefront oder halt, wie gesagt, das Battlefield im Star Wars Anzug, was keiner haben möchte? Ich hoffe einfach, dass sie dieses Ganze auf der E3, wenn es dann richtig fettes Gameplay-Material geben wird, so wie es angekündigt ist, dass man dann auch sein eigenes Herz sieht und so weiter und so fort, dass das alles gegeben ist, damit dann diese Spekulationen aufhören, man einfach weiß, oh ja, wir freuen uns auf ein gigantisches Star Wars Battlefront oder aber halt auch die Enttäuschung da ist und man sagt, ist nur ein Battlefield. Ich weiß es nicht genau und ehrlich gesagt, keiner von uns weiß es, das sind einfach nur Spekulationen, die momentan natürlich, wie gesagt, hoch durch die Presse durchgehen, ist ganz verständlich, ist ein wahnsinnig gewünschter Titel, aber es ist halt auch ein komplettes Reboot der Serie von Battlefront.
Wir müssen uns überraschen lassen. Ich kann gar keine Äußerung zugeben. Und eure Meinung, schreibt sie mir mal unten in die Kommentare rein, nachdem ihr jetzt den Trailer gesehen habt. Was erwartet ihr von Star Wars Battlefront? Wird es das was werden oder nicht? Wie eure Meinung dazu? Einfach mal bitte unten in die Kommentare. Würde mich wirklich sehr interessieren, was ihr denn denkt. Ja, und Project Cars, wir nähern uns dem Release. Man hat so lange gewartet. Am 7. Mai, wissen wir, ist es soweit. Neun Trailer dazu habe ich euch hinten eingeblendet. Und es gab jetzt auch ein Video wieder mit 16 Minuten Gameplay-Material von der PS4. Und ja, ich glaube, die Zeiten, dass mir die Kinnlade runterklappt, sind einfach vorbei. Ich habe von Project Cars so viel PC-Material gesehen, wo mir die Kinnlade ständig runterklappte, wo ich dachte, oh mein Gott, sieht das geil aus. Das ist ja beinahe real life. Wirklich, so kam es mir vor auf dem PC. Wenn ich dann die PS4-Version sehe, dann denke ich, ja, es sieht toll aus, es sieht super aus, aber das Wow hat mir die PC-Version gegeben. Definitiv, das muss ich sagen. Ich denke, Project Cars auf dem PC würde mich total flashen. Auf der PS4, es sah wirklich nett aus, das Gameplay-Material, was wir gesehen haben. Es ist für mich definitiv das Rennspiel für die PS4. Es gibt einfach wahnsinnig wenig Konkurrenz auf der Konsole. Und da kann Project Cars richtig was reißen. Sieht auch wirklich sehr, sehr nett aus. Aber wie gesagt, beim Nett bleibt es. Das Wow heben wir uns auch für den PC. Ich bin trotzdem gespannt, weil der Umfang ist riesig. Das wird, glaube ich, Riesenspaß machen. 30 Strecken in zig Varianten, so dass man kommt auf über 100 irgendwas. Plus diese ganzen verschiedenen Autos. Man kann Kart fahren und so weiter und so fort. Ich glaube, das wird ein richtig mega geiles Rennfeeling werden. Und das ist schon mal eine tolle Sache. Nur halt die Grafik. Das Riesen-Wow ist leider schon an den PC gegangen. Ja, und dann könnt ihr euch noch erinnern, 2007 Overlord. Ein richtig geiles Spiel mit richtig viel britischem schwarzen Humor, was einfach nur genial war. Man hat so richtig Bock gehabt, der Fiesling zu sein, der Oberbösewicht, wie auch immer. Es hat einem Spaß gemacht. Es war ein frisches Spielprinzip auf jeden Fall gewesen. Und da gibt es jetzt eine Fortsetzung, Overlord Fellowship of Evil. Und ja, nach einer Fortsetzung sieht das leider gar nicht aus. Gameplay blende ich euch auch hinten ein und ja. Sieht aus wie irgendein Top-Down-Shooter, vielleicht auch eher so ein Diablo-Klon oder was, aber von seinen ganzen kleinen Schergen, die man um sich sammelt und dann durch die Gegend schickt oder sonst, da ist, glaube ich, alles gar nichts von übergeblieben. Das ist jetzt wirklich nur ein ganz normaler Top-Down-Shooter, der einfach, glaube ich, das Overlord-Prinzip komplett zu Grabe trägt. Das ist, glaube ich, Geschichte. Danach sieht es aus. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Das Spiel erscheint dieses Jahr noch für PS4 und Xbox One als reiner Download-Titel für 20 Euro. Der Preis ist wenigstens nicht hoch, da kann man nicht so viel verkehrt machen, aber ich denke, die guten alten Overlord-Zeiten, die haben wir leider hinter uns gelassen. Ja, lieber, das war's. Das waren die News zum Wochenende. Ich hoffe, es war wie immer viel Interessantes für euch dabei. Wir haben uns unterhalten über das aktuelle PS4 Update 2.51 Project Cars mit super Umfang, leichter enttäuschender Grafik, kann man ruhig meinetwegen so sagen. Square Enix mit eigener Pressekonferenz auf der E3 vertreten. Die aktuellen PS4-Angebote wo, bis Ende des Monats, wo man einfach vielleicht nochmal zuschlagen sollte. Battlefield Hardline mit großem Community-Patch am 28.04. Star Wars Battlefront, wo geht die Reise hin? Overlord, die Reise scheint zu Ende zu sein. Ich wünsche mir von euch einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Schreibt fleißig in die Kommentare, was euch gefällt, was euch interessiert oder was ihr einfach zu dem, was ich alles hier erzählt habe, denkt. Ich wünsche euch ein wunderbares Wochenende und ich sage so long und goodbye. Keep gaming, euer Goodie. Hallo, und das ist willkommen, ja, Goodie, ja. Mikrofon vor die Nase hilft. Komm mir gerade so leer vor. Ich denke, wo spreche ich überhaupt rein? Ja, da ist Sony wieder wahnsinnig aussagefreudig. Verbesserung der Systemsprache. Damit kann man leider nicht allzu viel anzufangen. Dann ist es, glaube ich, auch wieder Zeit, auf die aktuellen Rabatte zu schauen. Vom Lego sind einige Spiele bis zu 60. Es gibt immer mehr, was man sich anzuschauen. Ja, und die Jungs von Visceral Games. Oder? Visceral? So ein eigenes Server-Setting ist dann immer schön zur Verfügung zu haben. Das ist Blödsinn, wo die macht das neu. Komplett neu? Ja, komplett. Eure Meinung einmal ungeschminkt rein in die
viel Auswahl haben wir nicht. Wir haben Drive Club. Drive Club hat überhaupt gar nichts mit der Größe. Mit der Größe und der ganzen. Blödsinn, ne? Es war ein frisches Pril-Prinzip. Es war ein. Und da gibt es jetzt eine Fortsetzung. Overlord Fellowship. Battlefield Hardline kriegt eigene Dedicated Server auf. Battlefield Hardline kriegt eigene Meet-Server. Ja, liebe Leute, das soll es gewesen sein. Das war's auch schon. Das waren die News zur